Ja, wenn der FC Repstein zum Heimspiel aufläuft, dann trifft sich gefühlt das halbe Dorf auf dem Fußballplatz. Man fiebert mit den Drittligaspielern mit. Die sind natürlich dorfbekannt, so wie der Captain Rico Köppel. Ja, also ich wohne selber zu Repstein und wenn wir gewinnen, dann gibt es Lob und wenn wir verlieren, dann gibt es auch mal Kritik. Und das ist sicher so, dass da auch im Dorf wahrgenommen wird, was wir da machen auf dem Schulplatz. Und wie es halt so ist in einem Dorfclub, der Rico Köppel ist nicht nur der Anführer der ersten Mannschaft, sondern ist gleichzeitig auch noch Vorstandsmitglied und Hauptsponsor vom Verein. Das ist sinnbildlich für den FC Repstein. Jeder hilft mit, wo noch kann. Der Verein sieht wie eine grosse Familie. Ich denke, es ist ein grosses Miteinander. Wir haben den Fußball, der wichtig ist, aber wir haben auch neben dem Platz den Zusammenhalt. Wenn es in den Einsatz geht, dann kommen die Leute arbeiten. Es ist ein Miteinander. Da denke ich, das Wichtigste, so es mehr als nur den Fußball gibt in diesem Verein. Das zeigt sich auch an dem Sonntagnachmittag. Der Gönnerverein trifft sich zum Apero. Es wird zusammen angestoßen. Und während im Hintergrund die erste Halbzeit läuft, erklären ein paar Zuschauer, was für sie der Verein bedeutet. Ganz speziell ist Kameradschaft. Nach einem Match geht da das Fest immer weiter bis lange in die Nacht. Der FC Repstein ist Kult. Ich bin mit 8 in den Verein eingetreten. Meine ganze Familie hat schon hier geshootet, so wie auch ich in der Frauenmannschaft. Der FC Repstein ist ein Dorfverein, der sehr, sehr viel macht, tut. Und genau darum habe ich mein Leben eigentlich auf den Fußballclub ausgerichtet. Meine Frau hat gesagt, als ich sie kennengelernt habe, habe ich gesagt, zuerst kommt bei mir der Fußballclub und dann Kollegen und erst dann kommen sie. Da hat mir meine Frau heute noch vor dorthin steht sie. Gleichzeitig kommt es auf den Platz zum Angriff vom FC Repstein. Und tatsächlich, der Simon Schranz trifft in der 29. Minute zum 1:0. Es ist das auch der Siegestreffer, denn im weiteren Spielverlauf gibt es kein Goal mehr. Insgesamt trainieren beim FC Repstein 17 Mannschaften. Junioren, Frauen, Veteranen, alle finden den Platz hier. Aber es gibt auch Herausforderungen im Verein. Ich denke, es sind die alltäglichen Probleme, die jeder Verein wahrscheinlich aktuell auch hat. Das sind der gesellschaftliche Wandel, der es schwieriger macht mit Spielern. Vielleicht ab und zu kommen sie ins Training, kommen nicht ins Training, haben vielleicht nicht etwas anderes, wo noch besser ist. Aber es ist auch mit den Trainern schwierig, für jede Mannschaft wirklich genug Trainer zu finden. Wir haben bis jetzt das Glück immer gehabt, dass wir genug Trainer hatten und ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht. Das Ehrenamt ist natürlich ein zentraler Bestandteil des FC Repstein. Wir sind ein Dorfverein, es gibt keine zahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, sondern alles nur freiwillige Helferinnen und Helfer. Seit Jahren besitzt der FC Repstein das Label Sport vereint. Von dem kann der Verein finanziell, aber auch organisatorisch profitieren. Es ist eine sehr wichtige Leitplanke für uns als Verein. Ja, es geht um sehr viele Sachen, auch integrative Sachen, Gewaltprävention, Suchtmittelprävention, wo es einfach sehr gute Anhaltspunkte gibt für uns, wo wir anknüpfen können. Und trotzdem, ein Thema beschäftigt der FC Repstein schon seit Jahren. Mit 500 Mitgliedern platzt der Verein aus allen Nöten und braucht darum unbedingt mehr Platz. Ein Projekt würde stehen, doch Einsprachen verzögern die Umsetzung. Für den Verein heisst es darum, weiter abwarten, bis der nächste Meilenstein gesetzt werden kann.